So, die zweite Nacht haben wir jetzt hinter uns. Also ich habe extremst beschissen gepennt. Das war alles extremst schief und nicht gerade. Naja, aber wie gesagt, jetzt sind wir am Abbauen und wollen dann weiter paddeln. Morgen soll es ein Unwetter geben. Das heißt, wir müssen uns heute was Gutes suchen. Entweder bauen wir uns was Solides oder wir finden endlich auch mal einen Platz in so einer Dano-Hütte. Und erharren denn dort dem Unwetter aus. Ja. Ansonsten, da sind wir gerade am Abbauen. Am fertig machen hier. Und wir melden uns später wieder. Tschüssinge. Jetzt machen wir das Kanu-Start klar. Haben nochmal das Wasser rausgeholt. Und dann geht die Reise weiter. So sieht's aus. Wir fahren jetzt ja so ein bisschen Richtung Süden sozusagen. Und da gibt es noch ein Dano, den wir uns anschauen wollen. Wenn das nichts wird, haben wir dann noch 2 bis 3 Ausweichinseln, die ganz interessant aussehen. Ich weiß nicht, ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen, es ist ein relativ weiter See, sehr weitläufig. Wir sind jetzt hier so mitten drauf. Kommen uns so ein bisschen verloren vor, oder Helge? Nö. Nee? Okay, nee, Helge sagt nee. Helge wollte hier gleich schwimmen gehen. Naja, wir melden uns auf jeden Fall später wieder. Tschüss. Nochmal aus meiner Perspektive von dem schönen See, der so schön tief ist. Naja, ich finde tiefes Wasser ein bisschen unheimlich. Ich weiß gar nicht so genau warum. Also Helge, ich war mal in der Schweiz auf dem See, der war 1,5 Kilometer tief. Das ist ganz schön tief. Das war tief. Das sind doch locker 800 Meter. Jetzt haben wir den Großteil der Strecke geschafft und jetzt paddeln wir die letzten, das ist das 500 Meter zu unserer Insel, wo wir hin wollen. 400. Jetzt richtig kleinlich werden, so, da kommt 435, ganz genau. Ich weiß nicht, sieht man das auf der Kamera? Wir wollen da zu der Insel dahin und hoffen wir, dass da mal so ein Dano-Spot frei ist. Das wäre echt mal entspannt. Jo. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Außer, dass die Landschaft extremst geil ist. Spiegel, glattes Wasser. Das kann man empfehlen. Das muss man schon sagen. Das ist schon echt geil. Ja, Fahrt Richtung Süden, Norwegen. Auf jeden Fall, ja. Ist die bessere Wahl. Also wenn ihr Ruhe wollt. Ne? Wer Ruhe und Abgeschiedenheit will, der fährt hier lang. Ja, wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir auf der Insel sind und dann einen kleinen Rundgang machen. Und wir genießen die Fahrt, bis gleich. Mega perfekt, da ist die Dano-Hütte, da. Und ist keiner da, perfekt, das wird geil. Weil hier wollen wir jetzt 2 Nächte bleiben. Und ja, jetzt suchen wir eine Stelle zum Anlegen. Und dann laden wir aus. Und hier wird schon Felsen, wir müssen ein bisschen aufpassen, hier sind überall Felsen im Wasser. Ja, ich mach mal die Kamera aus, damit wir nirgendwo gegenditschen. Sonst bleiben wir länger als 2 Tage. Bruder, ich hab nicht meine Hand frei gehabt jetzt. Jetzt hier das Foto schon reingetragen, ne? Ja, ja. Hast du. Wow, ich hab die Elefantenrohr rausgenommen und das Kanu-Kind. Ja, ganz schön Gewicht.
Da war die Last, ne? Ist ja auch Elefantenhaut. Öl hätten, können wir es sogar machen im Kochtopf. Schön die Kartoffeln frittieren. Das wäre so Bommel-Style, Digga. Ja. Schön über dem Feuer erstmal die Kartoffeln panieren und frittieren. Aber panierte Kartoffeln, ob das wohl schmeckt? Stimmt. Zu Hause ausprobieren. Ich sitze jetzt hier entspannt noch mal ein bisschen am Angeln. Ich habe jetzt endlich einen Regenwurm gefunden. Mal gucken, wäre so geil, wenn eine Forelle beißt. Ich habe so Bock auf eine Forelle. Dann noch mal schön zubereiten. Noch mal schön Abendessen. Das hätte was. Oder Ausblick ist auch echt geil. So, es war leider nicht so erfolgreich. Ich habe jetzt hier wieder zusammengepackt. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und dann erstmal was trinken und entspannt machen. Leider gibt es heute keine Forelle, aber ich versuche das morgen auf jeden Fall nochmal. Bis später. So, den Tag, welchen haben wir heute? Dritten? Samstag, ja. Sonntag, Montag. Ja. Ja, den dritten Tag haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt gibt es noch ein kleines Teechen. Da noch einen kleinen Tee kochen. Ich habe mir hier einen Kakao gemacht. Und dann gehen wir auch bald ins Bett. Noch ein bisschen schnacken, Sonnenuntergang genießen. Und dann geht es auch bald ins Bettchen. Mal gucken, was der morgige Tag dann bringt. Wir sind ja hier relativ gut gesichert. Jo. Schauen wir mal. Du noch irgendwelche letzten Worte für heute? Nee, einfach nur, dass der Sonnenuntergang gerade richtig geil aussieht. Jo. Das ist echt cool. Na guti, dann verabschieden wir uns und dann bis morgen, ne? Tschüss. Tschüss. Dann lass uns mal wissen. Ja, schmeckt. Und ich bin jetzt gerade auf der nördlichen Spitze. Hier ist es ein bisschen windiger, weil wir auch leider nicht so gutes Wetter heute haben. Entschlossen dazu weiterzufahren, weil uns das hier einfach zu langweilig ist. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück zum Basecamp. Ist ein bisschen das Kacke at the Dump so leicht bei Flo und mir. Ja. Hau deine Lampe kurz aus.